Heute bin ich gemeinsam mit dem Schleicher von Belitz unterwegs zu einer verlassenen Großbäckerei. Tatsächlich stand diese jedoch völlig im Hintergrund, denn wir trafen hier durch einen Zufall einen jungen Mann, der ein Hobby hatte, welches in der Urbex-Szene nicht gerade beliebt ist. Also fragten wir ihn direkt, ob wir ihn interviewen dürften, und er sagte ja. Jeder hat eine andere Mentalität, ich zum Beispiel, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber was ich tatsächlich schlimmer finde, sind Leute, die reinkommen und alles kaputt schlagen oder so. Da kann man natürlich sich auch drüber streiten mit Graffiti, aber... Mein Name ist Paul Schridde, ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Heute bin ich gemeinsam mit dem Schleicher von Belitz. What the fuck? Unterwegs zu oder bin schon auf einem verlassenen Gelände einer alten Großbäckerei. Ebenfalls befinden sich auf diesem Gelände alte Kasernengebäude, die unter anderem auch als Flüchtlingsheim genutzt wurden. Wir schauen uns hier heute mal ein bisschen um. Man sieht schon im Hintergrund, das Ganze ist schon so ein bisschen ramponiert und runtergekommen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir gucken uns das Ganze erstmal ein bisschen an. Legen wir los? Wollen wir spielen? Der Typ ist so durch. Leute, es ist ein extrem geiler Tag, muss ich sagen, heute. Und hier mit dem kleinen Mann unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr witzige Aktion. Er hat sehr, sehr viel zu erzählen. Schleicher von Belitz heißt er ja. Vielleicht können wir auch darauf später nochmal so ein bisschen eingehen. Aber jetzt soll es erstmal darum gehen, dass wir hier vor einer Großbäckerei stehen, die, wie ihr seht, wirklich extrem runtergekommen ist. Hier ist extrem viel gesprayt worden. Hier sind überall Tags außen dran. Und an sich finde ich das ja scheiße. Aber in diesem Falle ist es draußen. Es ist sowieso ein Gebäude, was letztendlich nicht mehr mit Einrichtungen bestückt ist und so weiter. Es ist einfach letztendlich ein Rohbau, der schon viele Jahre hier leer steht. Hier wurden früher Brötchen produziert, gebacken und so weiter, Brot gebacken, bla 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 und dann abgeliefert und in die einzelnen Bäcker reingebracht. Wir gucken trotzdem mal, was uns drin erwartet, denn auch sowas kann letztendlich mal seinen ganz anderen Charme haben oder seinen eigenen Charme. Und deswegen schauen wir einfach mal. Dass seine Location auch schön aussehen konnte, obwohl sie schon so heruntergekommen war, bewies dieser Ort. Das schöne Wetter, der leichte Wind und die trotzdem kühle Luft schafften eine Atmosphäre, die an The Walking Dead erinnerte. So Leute, wir sind jetzt drin. Das Ganze sieht erst... Was ist denn da hinten? Warte. Fuck, nicht so laut. Was ist denn da los? Ey, da hinten sprayt jemand. Ey Leute, kein Scherz, da hinten seht ihr es, da sprayt jemand. Okay, lass uns mal hingehen. Hallo? Hey! Ja, sagt nicht mal was. Hallo? Moin. Was denn hier? Ich sitze jetzt auf jeden Fall mit dem fischenden Sprayer hier auf der Location, in der Location und ich versuche euch jetzt einfach mal so ein bisschen zu vermitteln, wie die Sicht des Sprayers ist. Denn ich habe schon öfter auch in meinen Videos mich über Sprayer aufgeregt an Locations, wo es keinen Sinn gemacht hat, wo wir an frisch verlassenen Locations waren, wo schon alles vollgesprüht war, wo über Orgeln gesprüht wurde, wo über alles Mögliche gesprüht wurde. Und heute versuche ich euch einfach mal so ein bisschen zu vermitteln, wie die Sicht eben von ihm ist. Ein bisschen interviewmäßig sozusagen. Ich habe gerade draußen schon mal gesagt, als wir noch nichts von dir wussten, dass es hier ziemlich krass vollgesprüht ist. Jetzt haben wir dich hier in einer Location erwischt, die halt irgendwie schon komplett vollgesprüht ist. Aber wie ist denn das grundsätzlich so? Sprühst du nur an solchen Locations? Hast du da irgendwelche Regeln oder wie läuft das Ganze? Auch bezogen auf andere Sprüher vielleicht und halt auch auf dich. Also natürlich, dass man jetzt alle Sprüher quasi sagt, dass die
jetzt nur an, an verlassenen Locations sprühen oder bestimmte Plätze sprühen, aber natürlich nicht überall stecken. So. Es gibt halt, jeder hat eine andere Mentalität. Ich zum Beispiel, ich finde es jetzt nicht so schlimm, hier ist so quasi dieser Writer-Treff aus der Gegend. Und ja, ich habe natürlich meine Prinzipien, gehe jetzt nicht hier irgendwie auf nicht alte Psychiatrien oder so und sprühe da alles voll. Aber da zum Beispiel zu wenig legale Flächen zur Verfügung stehen zum Üben und so weiter, bietet sich das hier natürlich an. Wie du vielleicht weißt, ich habe, oder vielleicht auch nicht weiß, aber ich habe eine relativ große Community, die halt auch alle eher keinen Bock haben auf Sprayer, weil es halt da wirklich darum geht, dass viele halt wirklich an Gebäuden sprayen, wo es halt das Ganze nicht unbedingt verschönert, sondern halt den Ort, der eigentlich so seinen eigenen Charme hat, sozusagen schlechter macht. Vielleicht kannst du meiner Community nochmal sowas mitgeben, aus deiner Sicht, dass die Leute verstehen, warum du das machst und warum du das an verlassenen Orten machst. Ist das für dich so ein Freiheitsgefühl oder ein künstlerischer Ausdruck oder dass man so ein bisschen versteht, warum entstehen solche Tags und so weiter? Ja, also natürlich hier ist es so, man kann entspannt malen und kann völlig locker und Stress quasi zu sich aufpassen, dass sie gleich wohin kommen oder so. Fertig malen, mit Musik, was weiß ich. Einfach ganz entspannt. Und ich kann es natürlich auch verstehen, dass Leute dann darüber abkotzen, weil irgendwie das dann unauthentisch ist und so und der Ort dann nicht mehr quasi so ist, wie er hinterlassen wurde, na klar. Aber was ich tatsächlich schlimmer finde, sind Leute, die reinkommen und alles kaputt schlagen oder so. Da kann man natürlich sich auch drüber streiten mit Graffiti, aber jetzt zum Beispiel bei Stadt oder so würde ich zum Beispiel nicht sprühen. Also da gibt es schon für mich Grenzen. Also hier bietet es sich natürlich an, es ist in der Nähe und ein schöner Ort, der ja auch noch nicht so lange verlassen ist. Und ja, Leute, also grundsätzlich einfach mal so ein kleiner Einblick in eine ganz andere Welt, mit der ich zumindest bisher noch gar nichts zu tun hatte. Hat mich auf jeden Fall mal gefreut, dich getroffen zu haben. Ich habe tatsächlich schon oft auch in einem Video gesagt, dass ich mal einen Sprayer treffen will und auch Vandalen wollte ich immer mal treffen. Das habe ich bisher noch nicht so richtig geschafft. Vielleicht können wir das Ganze gleich nochmal mit ihm faken. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall eine coole Sache. Leute, ich hoffe, also geht bitte konstruktiv in den Kommentaren mit dem Thema um und schreibt hier nicht gleich, scheiß Sprayer und so weiter. Ich wollte euch diese ganze Sicht eben mal zeigen und auch bei uns gibt es Leute, die immer wieder sagen, ja, ihr brecht in Gebäuden ein, ihr verletzt irgendwelche deutschen Rechte und so weiter. Also auch wir als Urbexer sind nicht unbedingt die beliebtesten bei ganz normalen Deutschen oder auch anderen slandigen Bürgern. Er hat sein Hobby, wir haben unser Hobby und ich finde, jedes hat irgendwo seine Berechtigung, solange man immer seine Grenzen weiß und weiß, wo man etwas macht und wo man etwas nicht macht. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns dieses Gelände jetzt weiter an und ja. Okay Leute, wir sind jetzt nochmal hier unten unter der ganzen Bäckerei. Hier unten natürlich auch schon alles ziemlich vermüllt. Rauchen verboten steht da vorne und Spenden. Warum steht denn da Spenden? Okay, da hinten sind nochmal einige Geräte, die gar nicht mal so uninteressant sind. Backformen, Kuchenformen und so weiter stehen da. Das können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Leute, hier sind tatsächlich ganz viele Formen für Brote eingeräumt. Das ist ziemlich interessant, das Ganze. Hier oben hängt auch noch so ein Wagen. Das ist cool. Und wenn ich mir das Ganze mal anschaue, dann sieht das Ganze tatsächlich danach aus, als wäre das Ganze hier mal so ein Partykeller gewesen. Hier wird ständig frisch gebacken, 6 Uhr. Aber das Ganze hier ist angeordnet, als wäre das so ein DJ-Pult und hier die Tanzfläche. Schaut mal. Hier konnte man rauf, hier stehen und dann war man hier der DJ. DJ PJ am Start. Leute, hier oben wurde auf jeden Fall Party gemacht. Und das Ganze, glaube ich, nicht ganz leise. Ob das Ganze legal war, ist fraglich. Aber hier unten war grundsätzlich wahrscheinlich der Lagerkeller, wo viele Brötchen eingelagert wurden. Wie man es ja auch hier nebenan sehen kann. Leute, guck mal, hier liegen noch so VIP-Bändchen von Karstadt, die sie dafür genutzt haben. Hier extra für diesen Club. Also das war wirklich ein
Club in Anführungszeichen, der richtig solche VIP-Bändchen hatte mit irgendeiner Lounge. Ist schon ganz nett gemacht irgendwie. Hier ist nochmal so eine Liste mit Torten, die hier zubereitet haben. Und das sind tatsächlich ziemlich krasse Geschichten. Hier ist zum Beispiel der Rennwagen. Das ist dann wirklich so ein Weg mit Bäumen und Flaggen und drei Rennautos drauf. Ziemlich cool. Hier unten die Farm. Hier haben wir noch einen Tennisplatz. Hochzeitstorten natürlich auch. Ein bisschen im kleineren Format, aber trotzdem sehr schön. Cinderella heißt das Ganze. Oder Cinderella auch auf Deutsch. Hier haben wir Bob der Baumeister und Wendy. Geil. Das ist natürlich sehr cool. Also richtig interessante Hello Kitty Torten und so weiter. Die haben sich hier richtig was überlegt und diese dann zubereitet und die konnte man dann bestellen. Kleine Abweichungen von der Abbildung sind möglich, steht hier nochmal. Jacobi Dekter GmbH, alle Rechte vorbehalten. Leute, hier von der Bar ist hier nochmal so was Eingedresches. Da liegt auch noch der Rest. Hier haben sie sich richtig nochmal ein Zimmer. Was zum Teufel ist denn hier los? Alter, hier sind PCs. Was ist das denn für eine Bukake-Veranstaltung hier? Hier ist so eine Stange. Und da sind so komische Netze. Und da unten eine kleine Pritsche. Und hier hängen wieder diese Torten, aber auf beiden Seiten. Was ist denn hier falsch gelaufen? What the fuck? Hier eine mega Sitzecke? Die wirklich irgendwie geil aussieht, muss man ja sagen. Richtig fast schon stylisch. Da nochmal so eine Pritsche. Und wieder ein Bildschirm, der letztendlich überhaupt nichts bringt, weil er ja überhaupt nicht angeschlossen ist. Hier hängt so ein mega, so ein Bong. Kaffee. Brötchen. Kassierbong. 5,30 Euro. 1,70 Euro. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Und der wurde auch Gold angesprüht. Der war wirklich nur zu Designzwecken hier. Wahrscheinlich aus dem Verwaltungstrakt dieser Bäckerei herausgenommen und hier unten hingestellt. Das ist ja komplett komisch hier. Wir haben hier einen interessanten Zettel gefunden. Hallo, wir sind vom Open Air Kollektiv aus Mobit und haben dieses schöne Örtchen auf der Suche nach neuen Spots mehr oder weniger zufällig gefunden. Wir würden hier mega gerne etwas starten, fühlen uns aber den Tüftlern und Dekorateuren gegenüber verantwortlich. Wir gehen davon aus, dass ihr entspannte Leute seid. Meldet euch doch mal unter dieser WhatsApp-Nummer. Grüße und dann in Unterschrift 13.12.2017. Bis denn. Ist das nicht geil? Genau solche Funde, wie wir sie jetzt hier unten gemacht haben, machen so einen Lost Place zu dem, was er dann ist, nämlich zu etwas Besonderem, Individuellem. Und ich freue mich total, dass wir hier sind, denn oben sah das Ganze nach nichts aus und hier unten im Keller hat man jetzt letztendlich nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge irgendwie bekommen. Vor allem durch den Schleicher natürlich. Wir haben jetzt hier einen Sprayer gesehen, wir haben jetzt hier unten den Partykeller und oben eben die Bäckerei und das Ganze. Und das macht das Ganze nochmal individuell. Und spannend. Wollt ihr spielen? Weit unten im Keller der alten Großbäckerei versteckte sich nun also dieser illegale Club. Hier liefen früher sicherlich ganz große Partys mit viel Alkohol und Drogen. Irgendwie ein mystischer Ort, der mich ein wenig an Mad Max erinnerte. Alles hier war selbst gebaut und mit viel Metall und Beton verarbeitet. Mir gefiel es dort unten. Okay, wieder draußen. Haben wir jetzt noch andere Leute entdeckt? Mal gucken, ob wir die irgendwie erschreckt kriegen oder zumindest irgendwas in der Richtung. Okay. Die sind durch den Zaun, die kommen jetzt da hinten lang ran. Komm mal hin. Okay, komm. Komm, komm, komm. Die siehst du gleich da hinten. Hinten rennen sie. Geil, Leute, geil. Die rennen wie die Bekloppten. Sehr geil. Sehr, sehr geil.
Die rennen und rennen. Das passiert aber mit dem Schleicher unterwegs ist. Wir laufen jetzt nochmal an dem alten Kraftwerk entlang, welches wirklich ein altes zu sein scheint. Hier hinten ist es auch etwas windstiller. Die Aktion gerade, ich weiß nicht, ob alles komplett drauf ist, aber zumindest hat der Schleicher gerade mega geschrien und dann sind die Kids da gerade so weggerannt. Leute, normalerweise mache ich sowas nicht, ne? Das passiert halt auch nicht normalerweise. Aber mit dem Schleicher habe ich jetzt schon zweimal solche Sachen erlebt, wo ihr echt denkst, what the fuck, erst den Sprayer und jetzt die Kids hier noch. Echt witzig auf jeden Fall. Geht mal mit dem Schleicher los, das lohnt sich. Wir sind jetzt noch ein Stück weiter auf dem Gelände rumgelaufen und haben jetzt hier nochmal diesen Anhänger entdeckt. Das war ursprünglich mal Bienenstöcke, die schön in verschiedenen Farben angemalt sind. Das sieht irgendwie ganz interessant aus. Ja, letztendlich waren da eben einzelne Bienenstöcke drin. Man konnte wahrscheinlich von hinten auch an die Bienen ran und dann eben den Honig, also die Waben, daraus zu entnehmen. Wir laufen jetzt hier gerade nochmal eine Treppe hoch in einem Haus, was ich glaube so ein bisschen als Kino bzw. Spielhaus benutzt wurde. Müssten wir mal sehen, ob sich das tatsächlich bestätigt, aber der Schleicher sprach zumindest von so etwas in der Richtung. Hier oben soll auch ein Fuchs wohnen. Mal gucken, ob wir den Mr. Fuchs auch finden. Hier nun also das komplette Gegenteil zu dem, was wir zuvor gesehen hatten. Die Sonne gab ein wunderbares Lichtspiel ab und der Putz blätterte von den Wänden. Hier war alles ganz ruhig. Es musste schon lange im Schlaf liegen. Hier oben ist ein Raum und dann scheint sich tatsächlich das zu bestätigen, was wir vermuteten oder was ich vermutete und was der Schleicher schon weiß. Da unten geht es runter in das Kino und hier oben ist sozusagen der Schaltraum, der schon ziemlich heruntergekommen ist. Hier ist ziemlich viel Schimmel auch drin. Hier sind die Schalttische, wo man eben Einstellungen treffen konnte zum Film und auch eben solche Dämmschutzmatten an den Wänden. Es hat auf jeden Fall was hier. Sieht echt mystisch aus, gerade weil alles hier schon so abgefetzt hängt. Hier stehen noch diese Filmrollen sozusagen, die dann hier unten aufgerollt wurden. Da hängt noch dieser Schutz dran, der wahrscheinlich außen drum war. Und da wurden die dann reingelegt. Hier ist sogar noch eine kleine Filmrolle. Ich weiß nicht, was man darauf sehen kann, vielleicht sogar. Erkennt so ein ganz bisschen auf jeden Fall einzelne Teile. Und Leute, das war aus einer Zeit. Ja, man erkennt einzelne Schriftzeichen, aber so richtig erkennt man nichts mehr leider. Aber da sieht man halt mal, dass wirklich jedes einzelne Bild dann auf so einem Film war. Eigentlich schon wieder eine vergangene Geschichte. Okay, Leute, wir sind jetzt in dem großen, großen Kinosaal. Der ist ja wirklich groß. Wahnsinn. Das war so ein Veranstaltungssaal. Ich denke mal, nicht nur kinotechnisch, sondern auch eben für andere Veranstaltungen. Und da hinten irgendwo an der Wand wohnt der Fuchs. Guckt mal, Leute, da oben ist die Scheibe, wo wir gerade waren. Und da sind die Projektoren gewesen. Und hier oben ist so eine Wand, die immer so ein Stückchen höher wird in so Stufenform. Und dann da oben geht's auf die Bühne. Auf der Bühne liegen noch solche Kunstblumen. Da ist noch ein Tisch. Und hier dann diese Bühnenstruktur, wie man sie eben kennt, mit verschiedenen Vorhängen, die inzwischen schon abgerissen sind aufgrund der Witterungslage. Leute, schaut mal, hier ist sogar der alte Vorhang noch komplett am Start. Wahnsinn. Der alte Bühnenvorhang. Und hier steht man dann auf der Bühne. Es ist so groß, dass ich hier komplett die Beleuchtung anmachen muss. Und hier sind sogar noch einzelne Bühnenteile, die hier umgeworfen stehen mit einer alten Geige drauf. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite und da hinten haben wir dann auch noch den Mechanismus, wo man hier eben kurbeln konnte, um eben den Vorhang auf und zu machen. Das Ganze läuft über einen einfachen Seilzug, letztendlich überhaupt nicht schwierig. Ich glaube, man muss hier auch so ein bisschen aufpassen, dass dann diese alten Seilzüge nicht um die Ohren fliegen und einem den Hals abschneiden. Okay, Leute, ich würde sagen, in dem Sinne war es das wieder mit diesem Video. Ich denke, es war eine abwechslungsreiche Location. Das hätte ich so am Anfang überhaupt gar nicht erwartet. Gerade die Sache mit den Kids hier, die weggerannt sind, war irgendwie schon extrem lustig. Wir gucken gleich mal außen, ob wir sie noch irgendwo finden. Ansonsten war es das mit diesem Video. Und vielleicht mit dem Sprayer war eigentlich auch ganz cool. Mit dem Sprayer war mega. Das war auf jeden Fall nochmal was. Endlich mal die Geschichte zu hören, wie die sich so fühlen auf welche Sache und warum die das machen. Ja, und ich hoffe tatsächlich auch, dass ihr in den Kommentaren mit Respekt an die Sache rangeht, denn das bin ich in dem Falle ja auch. Und ich habe den auch nicht irgendwie einfach nur zur Schnecke gemacht und den
verscheucht oder sowas, sondern wir haben versucht, uns mal einfach in die Materie hineinzuversetzen. Ja, schaut gerne auch beim Schleicher vorbei. Wo kann man da gucken? Auch Instagram oder Facebook, glaube ich, zu finden. Immer Schleicher von Beelitz. Auf YouTube habe ich zwar auch eine Seite, aber das ist sehr wenig aktiv. Sehr wenig aktiv. Also lass Instagram ich, und Facebook. Ich den Profis. Das ist sehr gut. Keine Konkurrenz für mich. Genau. In dem Falle, bleibt Frauen gesund und bis zum nächsten Video. Ciao. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.